Hallo Stefan. Hallo. Stefan, wie heißt denn deine Firma derzeit? Unsere Firma heißt Bing Solutions. Ja. Ich habe die gemeinsam mit Matthias Braunecker. Kenne ich schon sehr lange. Und kannst du über die wirtschaftliche Tätigkeit deiner Firma erzählen und speziell, was ihr mit Open Source zu tun habt? Ja, also wir bieten den Firmenkunden bieten wir Serverlösungen an, ja, für kleine und mittlere Unternehmen. Das heißt, wir bieten, Also wenn ich zu faul bin, mir einen Server aufzusetzen, genau, oder nicht weiß, was das ist, kann ich zu euch gehen und bekomme, genau, einen Server. Du sagst, was du willst. Du sagst, du willst einen File-Server haben oder einen Mail-Server und du bekommst genau das. Der Vorteil gegenüber von proprietären Lösungen ist jetzt, dass du eigentlich in Dienstleistungen investierst und nicht in Lizenzen. Das heißt, du bekommst eine maßgeschneiderte Lösung. Das ist dann immer ein Open-Source-Server, den ihr, genau, im Endeffekt aufsetzt. Genau. Also auch wenn der Kunde sagt, ich will aber ein proprietäres Microsoft haben. Ja, du kannst auch einen Microsoft-Server haben, aber dann musst du natürlich auf die ganzen Features oder auf die ganze individuelle Anpassung, die wir mit Open-Source-Produkten ermöglichen, verzichten. Das heißt, wenn der Kunde darauf insistiert, würdet ihr ihm das auch verkaufen? Ja. Okay. Aber ich nehme an, der Großteil eurer... Der Großteil sagt, ich will einen File-Server, ich will einen, ja, Mail-Server, ich will meine Dateien in der Cloud verfügbar haben und das und ihr macht machen das. Wir alles, genau. Super. Und wie groß ist das Bewusstsein? Kommen die Kunden zu euch und sagen, Ernst, ich hätte da gerne einen Linux-Server, wir haben da was gehört, aber wir können das nicht, oder sagen die einfach, wir wollen einen Server? Die sagen einfach, sie wollen einen Server. Ja. Die normalen Kunden verstehen nicht viel davon, also wollen es auch nicht verstehen. Okay. Ja, das ist ihnen komplett egal, ob da jetzt Windows oder Linux oder was auch immer dahinter läuft. Die sagen einfach, sie wollen einen Server, der das und das können soll, und genau das machen wir dann. Und ihr setzt es nicht nur auf, sondern ihr bietet auch den Support an. Genau, wir bieten auch Supportverträge dazu an. Der normale User braucht sich nicht auskennen. Wir und kann euch dann anrufen, genau, wenn er was braucht. Genau, wir haben mit Remote-Zugriff oder wir kommen auch vorbei, liefern auch die Hardware, wenn es gewünscht ist. Und wenn ich das richtig verstehe, angenommen der Kunde hat Sonderwünsche, wie jetzt irgendeine alte Hardware, ein Scanner, der da irgendwie funktionieren soll, das macht sie aber. Sie bietet ihm das ein und bringt es zum Laufen. Genau, das ist unser Mehrwert, den wir gegenüber von proprietären Lösungen bieten. Und seid ihr rein im Raum Weiz, Steiermark aktiv? Oder? Nein, wir sind auch darüber hinaus tätig. Ja. Also eigentlich auf Messen sind wir sowieso überall vertreten. Mit dem Projekt Desktop Education, wie auch hier jetzt in Graz, aber sind wir eigentlich in ganz Österreich unterwegs. Okay, also in ganz Österreich kann man euch anfordern, sozusagen. Okay, vielen Dank, Stefan. Bitte.